The traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand, if memory serves. My friend looks weary and troubled, the weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down with the guilt. The need of the many outweighs those of the few now. We can shed no tears for those lost. We must be strong, and we must destroy the Lords of Shadow at any cost. Na dann, ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier in der Bibliothek aussehen wird. Warum muss ich bei Abtei und Bibliothek sofort an der Name der Rose denken, wenn dann noch hier John Connery mit mir rumspringt? Kleine Bilder überall. Da musste man ja mal richtig was einfügen hier an variablen Gestaltungen. Und konnte nicht generisch alles immer wieder benutzen. Ich dachte mir doch fast, dass hier einer liegt. Der Lichtmagie-Stellen war wirklich nicht sehr schwer zu finden. Okay. Weiter geht's. Der Bibliothekar hat's aber auch nicht so mit Ordnung gehabt, oder? Naja, wenn er meint. I'm sure there must be a way of entering the library from here. Sind wir denn noch nicht in der Bibliothek? Ich meine, viele Bücher, Bibliothek. Ups. Oh, crap. Oh, crap. Look for an exit. I'll hold him back. Na, das wird ja entzückend. Au. Ach nee. Ach nee. Das ist eine tolle Idee. Ah, nicht mit mir. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht auf meine Schattenmagie zurückgreifen sollte. Aber ich versuch's erstmal ohne. Scheint ja zu funktionieren irgendwie, ne? Ja, wobei, wenn ich jetzt eh gerade schon so ein bisschen Magie krieg, dann einfach mal drauf auf die Schweine. So. Einmal den Schild weg. Oder geht das Ganze doch schon ein ganzes Stück einfacher wahrscheinlich. So. Ich meine, das Gute ist, die Dinger hauen zwar bestimmt schön rein, aber sie sind ja... Ups. Doch relativ träge. Okay, einmal das Herz rausgerissen. Dann läuft die Sache doch. Oh, wir sind gut dabei. Hier, gib mir noch mal ein bisschen von deiner Energie. Dann können wir dem Freund doch noch mal hier kurz mit Schattenmagie zu Leibe rücken. Einmal den Schild weg. Zack. So. Läuft doch. Er macht gar nichts mehr. Er will wohl nicht mehr. So, mal kurz wieder die Magie eingesammelt. Ah, ah. So, dann wollen wir auch dir mal kurz hier den Brustkorb öffnen. Kleine Thorax-OP. Ohne Narkose. Sauber. Here it is. I found it. Ja.
Get out of here. I'll keep the trap door open. Okay. Dann wünsche ich dir da unten viel Spaß mit denen. Okay, dann schauen wir uns doch erstmal ganz kurz an, gegen was wir da eigentlich gerade gekämpft haben. Na. So, was war denn... Oh, wollt ihr mich denn verarschen? Komm, ab nach unten hier. So, das Problem ist, wenn man aus Versehen mit dem Stick auf die linke Taste kommt, dann geht es automatisch zurück auf die linke Seite des Buches und ja, das Steuerkreuz meine ich. Und die Steuerkreuze sind jetzt nicht so dafür gemacht, dass man haargenau nach unten drückt, sondern man kommt immer mal nach links oder rechts dabei. Belebte Rüstung. Größe groß, Schwierigkeit mittel. Ja, ich fand sie jetzt auch nicht allzu schwierig, muss ich sagen. Diesen leeren Rüstungen wurde vorübergehend Leben eingehaucht, da Poltergeister von ihnen Besitz ergriffen haben. Sie dienen der dunklen Fürstin der Vampire, indem sie auf Patrouille durch die Säle und Gänge der Burg streifen. Der Geist kann von einer Rüstung zur anderen weiterziehen, obwohl viele Tage vergehen können, bis er sich von diesem Wechsel erholt. Sobald er sich in einer Rüstung etabliert hat, kann er beliebig zwischen den Dimensionen reisen, was eine starke elektrische Störung verursacht, die eine Passage zwischen unserer Welt und der Geisterwelt signalisiert. Ob eine Rüstung derart besessen ist, kann man an dem unheimlichen rötlichen Glanz erkennen, den sie ausstrahlt. Ein Zeichen dafür, dass ihr geisterhafter Bewohner wach ist. So, was können wir denn hier Schönes anstellen? Sieht mal wieder nach Rätselzeit aus. Natürlich, das war schon sehr gerissen von dem Abt, ein Rätsel zu schaffen, das auf Sonnenlicht basiert, um sich vor den Vampiren zu schützen. Den Dorfbewohnern zufolge reagieren diese Türen nur auf Sonnenstrahlen. Aber ich finde einfach nicht heraus, wie sich das bewerkstelligen lässt. Ihr seid ja auch alle unglaubliche Pfeifen. Lasst mal Papa ran, der kriegt das schon irgendwie hin. Okay, was können wir denn hier Schönes machen? Das Ding nützt uns momentan noch nicht so viel, aber ich nehme mal an, wir können es schon mal so hinstellen. Hier fehlt noch was. Hier fehlt definitiv noch was. Oh, ich kann die Haufen tatsächlich weghauen. Wer hätte das gedacht? Gut, kann ich denn irgendwie vielleicht... Ich mach mal kurz Ordnung hier. Bücher zerstören ist zwar eigentlich nicht so mein Fall, nicht so mein Fachgebiet, aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Wir brauchen noch irgendwas, was wir hier hinstellen können, um das Licht etwas umzuleiten. Die Frage ist, was genau? Warum gibt es hier diesen Spender? Kann ich denn dieses Ding verschieben? Finde ich irgendwie seltsam, aber... Oh! What the fuck? Das geht tatsächlich. Das kam jetzt noch ein bisschen überraschend, dass das wirklich funktioniert. Aber gut. Kann ich mit leben. Ist in Ordnung. Lass mal weitergehen. Warum hat diese Bibliothek eigentlich viel mehr Bücher, als sie Platz für Bücher in den Regalen hat? Hätte man da nicht mal ein bisschen anbauen sollen und hätte man vielleicht nicht trotz des Bücherüberschusses dann irgendeine Ordnung bewahren sollen, statt sie einfach auf Haufen zu schichten? Wer weiß. Okay, wir haben mal wieder was zum Verschieben. Geht es vielleicht auch so? Ja, es geht auch so. Okay, was können wir denn hier Schönes anrichten? Irgendwo auf die Bücher wäre sinnlos, wa? Da drüben irgendwo? Vielleicht sollte ich die Anlage erstmal ein bisschen mehr ergründen hier. Halt, da liegt einer. Eine weitere Schriftrolle. Verflucht sei dieser Mann. Der Abt hat diesen Ort geradezu mit Fallen gespickt. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass Feen wirklich nützlich sind, um die Feinde hier abzulenken. Ich habe meinen Vorrat an Feenblüten benutzt, um die wunderbaren kleinen Kreaturen haben sich um die Feinde gekümmert. Ich hoffe nur, dass der Vorrat reicht. Wenn nicht, bin ich wahrlich aufgeschmissen.
Ja, ich glaube, du hattest nicht genug Feen. So eine kühne Vermutung. Okay, von hier bin ich nicht gekommen, oder? Gut, ich nehme mal an, wir werden dann hier überall versteckt noch weitere Feen finden. Falls wir welche brauchen sollten. Momentan sieht es ja nicht danach aus. Ein weiterer Leichnam. Mit einem weiteren Lichtmagiestein. Sehr schön, sehr schön. Siehst du mal, hier schwebt doch schon die nächste rum. Aber wir brauchen ja momentan noch keine. So. Das Ding schieben wir uns mal kurz in Position. Auch wenn wir hier jetzt nicht mehr lang gehen können. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. So, gehen wir da einfach nochmal hier hin zurück. Gut, dann wissen wir auch, worauf wir das hier richten müssen. Okay. Das Ding war sogar schon passend platziert gewesen, der Spiegel. Also passend gedreht. Diese Tür war also das Geheimnis. Na dann, ich räume mal ganz kurz auf, um zu schauen, ob hier noch irgendwo zufälligerweise eine Leiche versteckt ist. Das traue ich denen zu. Aber sieht nicht danach aus. Dann lass weitergehen. Oh, hi! Die mal wieder, die kleinen hässlichen Gremlins. Na toll. Mit denen hatte ich ja immer besonders viel Spaß. Komm, verzieh dich. Bisschen nervig sind die schon, wa? Ah, komm. Das war nicht, was du tun solltest. Funktioniert gut. Ah, okay. Der ist schon hinüber. Okay, wohin dürfen wir das Ding denn lenken? Wahrscheinlicherweise darüber zum nächsten Spiegel. Na, so, genau. Weiter geht's. Also bislang sind es noch nicht so viele Gegner, dass ich jetzt unbedingt Feen brauche dabei. Als Achso, ich sehe gerade, wir müssen auch das wieder ein bisschen rearrangieren hier. Hier ist es wahrscheinlicherweise ein bisschen besser aufgehoben. Huch. So herum. Was? Ah, okay. Kann ich das denn zufälligerweise auf dieses Loch da ausrichten, oder? Willst du nicht so? Nee, will er nicht. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich auch nicht zum Loch. Moment, ich schau mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Gut, Energie brauche ich gerade nicht. Schauen wir mal, wo der Lichtstrahl gerade hin zeigt. Ah, geht genau durchs Fenster hier, okay. Dann platzieren wir das mal hier drüben kurz. Weil es nicht ganz die richtige Stelle ist. Okay, wir müssen es wahrscheinlicherweise hier drauf zeigen lassen, oder? Kann ich das denn? Das war nicht genug. Und damit schieße ich es bloß wieder zurück. Ja, das bringt es mir auch nicht. Ah, sieh mal an. So, schaffen wir doch mal kurz hier wieder Durchgänge, wo früher auch mal welche waren. So, den Gegner zu sehen wäre natürlich geil. Schlecht hoch. Oh gut. Ah, unschön. Na, jetzt wird's aber ungemütlich hier mit den hässlichen kleinen Gremlins noch dazu. Oh, schön. So geht's natürlich auch. Ich lasse ihn einfach mal die Arbeit machen. Und danach kümmere ich mich um seinen Schild. So, das lief doch schon mal ganz gut, auch wenn ich ein bisschen was auf den Deckel gekriegt habe dabei. Aber wir haben noch Lichtmagie. Zack. So. Und dann spielen wir mal wieder ein bisschen Dosenöffner. Raus den Geist.
Wunderbar. So lobe ich mir das. Okay. Sieht gut aus. Diese Tür wird wahrscheinlich mit dem Lichtstrahl geöffnet dann. So lautet mein educated guess. Aber ich schau mal ganz kurz noch hier drüben, ob es hier noch irgendwas gibt. Oder ob das jetzt mehr so ein Zierwerk ist auf der Seite hier. Ach, hier ist auch noch was. Ach, Schande. Ja, das ist schon relativ weitläufig, das Gebiet, wa? So, da öffnen wir ja bloß die Tür hier dann wahrscheinlich, ne? So, reißen wir die doch mal kurzerhand ein. Kein Problem. Genau, dann kommen wir hier raus. Die Frage ist... Ach so, da kann ich den Lichtstrahl da durchlenken. Alles klar. Wir brauchen bloß noch einen Spiegel hier an der Seite. Ist das dann zufälligerweise der von da drüben? Der hier? Den wir dann jetzt einfach mit tausenden Schlägen an die richtige Position befördern müssen? Sieht bald danach aus. Okay. Sollte jetzt passen, wa? Ja. So, können wir schon mal in Position bringen. So sollte das stimmen. Gut, und dann müssen wir bloß noch mal drüben schauen, dass wir hier den Lichtstrahl richtig lenken. Damit der drüben mal durch diese eine Kammer durchgeht. Achso, warte mal, ich kann es hier noch weiter verschieben. Ah! Jetzt sollte es doch passen, oder? Schauen wir mal, schauen wir mal. Also eigentlich, genau, hier geht es jetzt durch die Lücke. Ah, okay, der ist nicht in der richtigen Position. So, dann drehen wir den nochmal richtig und dann müsste es doch gelöst sein. Wunderbar, wir haben das Rätsel gelöst. Kein Ding, kein Ding. So, damit haben wir die Bibliothek dann wahrscheinlich auch hinter uns gelassen, oder? Ja. Ein Schattenmagiestein ist mir entgangen, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, den werde ich mir schon noch im Nachhinein holen. Gut, das war's für die Bibliothek. Und damit sind wir auch schon beim Abteiturm, dem drittletzten Level in diesem Kapitel.